Das klingt auf jeden Fall sehr grausam. Aber ja, stimmt, da ist die Frage, warum sie dann überhaupt wieder abhauen, wenn die ganze Galaxie ihnen gehört. Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Na toll. Okay. Aber warum machen die das alles? Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Ja, und das sollten wir am besten tun, damit sich das nicht ewig wiederholt und irgendwann die gesamte Menschheit auch noch ausgelöscht wird. Nur, wie hält man diese Monster auf? Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Ja, wie wir uns schon gedacht haben. Und was geschah dann? Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Ja, und wahrscheinlich sind dadurch die Restlichen auch noch gestorben. Wie haben sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadell-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Naja, ich würde jetzt auch sagen, es war notwendig, auch wenn das grausam ist, aber... Nur so konnte er uns warnen. Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Okay. Warum sind die Keeper jetzt plötzlich so wichtig? Die Keeper stehen doch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadellportal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht.
Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Das hört sich doch schon mal gut an. Aber es besteht ja vielleicht immer noch die Gefahr, dass sie uns angreifen. Saren scheint zu planen, ihre Änderungen rückgängig zu machen. Derjenige, den sie Saren nennen, wird die Röhre benutzen, um die Verteidigungssysteme der Zitadell zu umgehen. Wenn er erst einmal drin ist, wird er die Kontrolle der Station der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadell überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Okay, aber diesmal nicht, denn wir werden Saren daran hindern, das ganze Ding überhaupt in Gang zu setzen. Ich werde die Sovereign aufhalten. Irgendwie. In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadell erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadell überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment! Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadell? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Okay, da bin ich immer gespannt. Was ist aus den Überlebenden des Röhrenprojekts geworden? Sie nutzten die Röhre, um Zugang zur Zitadell zu bekommen. Aber die Röhre ist nur ein Prototyp. Das Portal funktioniert nur in eine Richtung. Sie waren also auf der Station gefangen. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Wahrscheinlich gab es kein Wasser und keine Nahrung auf der Station. Ich fürchte, dass sie eines langsamen, grausamen Todes gestorben sind. Ich weiß nur, dass sie es geschafft haben, das Portal zu schließen. Ihre Gegenwart hier beweist, dass ihre Mühen nicht umsonst waren. Ja, wenn es ja noch Überreste gegeben hätte, hätte die ja schon niemand gefunden beim Durchstreichen der Citadel. Was ist mit dem Sender auf Eden Prime und dem auf Wurmmeyer? Welchem Zweck dienen sie? Auf dem Höhepunkt unserer Zivilisation bildeten die Sender ein Netzwerk. Mit Hilfe dieses intergalaktischen Netzwerkes konnten wir Daten in hoher Geschwindigkeit von Welt zu Welt senden. Während der Invasion wurden fast alle Sender zerstört. Aber nach dem Abzug der Reaper entschlossen sich die Überlebenden auf Ilos, das Risiko einzugehen und eine Nachricht zu senden. Wir wussten, dass es wahrscheinlich keine anderen Überlebenden gab. Falls doch, sollten sie von Ilos erfahren. Wir wollten ihnen Hoffnung geben. Also wurde eine Nachricht an das Netzwerk gesendet. Ja, das war tatsächlich ein großes Risiko. Wenn die Reaper das entdeckt hätten, dann wären sie zurückgekommen. Die Reaper hätten das Signal auffangen und diesen Ort entdecken können. Wir hatten nicht wirklich erwartet, dass die Sender noch funktionieren würden. Es war nur ein Versuch. Falls es Überlebende gab, sollten sie von uns wissen. Die Nachricht war nur für unsere Leute bestimmt. Sie war verschlüsselt. Nur organische Wesen hätten sie verstehen können. Aber wir hatten noch immer nicht die Macht der Indoktrination der Reaper verstanden. Wir hatten nicht damit gerechnet, dadurch Agenten der Maschinen hierher zu führen, wie Saren. Aber auch sie haben hierher gefunden. Also haben wir vielleicht doch das Richtige getan. Ja, das kann man so oder so sehen, ne? Wenn die Reaper im Orkusnebel gefangen sind, wie ist dann die Sovereign hierher gekommen? Es scheint wahrscheinlich, dass die Reaper nach jedem Genozid jemanden zurücklassen. Als Speerspitze, um den Weg der Rückkehr zu ebnen. Wie die anderen im Orkusnebel hatte wohl auch die Sovereign mehr als 50.000 Jahre im Überlebensschlaf verbracht. Wahrscheinlich hat sie in regelmäßigen Abständen die Situation analysiert. Sie blieb unentdeckt und bewertete den Status der galaktischen Zivilisation. Und als die Zeit gekommen war, wollte sie das Zitadell-Signal aktivieren und die nächste Reaper-Invasion einleiten. Aber dieses Mal hatte das Signal versagt. Die Keeper reagierten nicht. Die Verbündeten der Sovereign waren im Nichts gefangen. Auf sich allein gestellt musste sie herausfinden, was schiefgelaufen war. Sie könnten einfach angreifen. Ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Die Sovereign ist das größte Schiff der Galaxie. Warum diese geheimen Pläne? Warum greift sie nicht einfach die Zitadell an? Die Sovereign ist nicht unbesiegbar. Wäre ihre wahre Identität aufgedeckt worden, hätten sich alle organischen Streitmächte auf sie gestürzt. Selbst ein Reaper hätte keine Chance gegen einen solchen Angriff. Aber die Reaper sind geduldig. Sie gehen keine unnötigen Risiken ein. Die Sovereign könnte alles seit Jahrhunderten geplant und sich auf die Suche nach Verbündeten gemacht haben.
Und langsam hat sie die Puzzleteile zusammengesetzt und die notwendigen Maßnahmen durch Agenten erledigen lassen. Saren ist der offensichtlichste Helfer der Reaper. Aber es gab wohl noch andere. Die Sovereign kommt jetzt aus ihrer Deckung. Ich weiß nicht, ob sie ihrer Sache sicher oder verzweifelt ist. Aber sie will mit aller Macht das Portal zum Orkusnebel öffnen. Ja, das ist die Frage, ne? Was ihre Beweggründe sind. Aber das ist doch schon mal so ein bisschen beruhigend zu wissen, wenn uns hier diese Proteaner-KI sagt, dass die Reaper nicht unbesiegbar sind, dass man sie auch besiegen kann. Die Reaper haben also die Zitadelle und die Keeper gleichzeitig erschaffen. Wahrscheinlicher ist, dass die Keeper zu den ersten Völkern zählten, die versklavt wurden. Wahrscheinlich das allererste. Vielleicht haben sie gut auf die Indoktrination reagiert. Oder die Reaper haben sie so gezüchtet, dass sie loyal sind. Auf jeden Fall wurden sie eingesetzt, um die Zitadelle zu steuern und zu kontrollieren. Aber die Keeper werden nicht mehr direkt durch die Sovereign oder andere Reaper kontrolliert. Sie haben sich weiterentwickelt und reagieren nur noch auf Signale durch die Zitadelle selbst. Als die Proteaner die Zitadelle-Signale änderten, hatte die Sovereign keine Kontrolle mehr über die Keeper. Jetzt sind sie absolut harmlos. Und daraus sind dann die Geth, oder beziehungsweise deswegen haben sie sich dann die Geth als Helfer gesucht, oder was? Die Sovereign hat wohl realisiert, dass organische Wesen schwer zu kontrollieren sind. Das klingt sehr wahrscheinlich. Die Keeper haben sich in eine unerwartete Richtung weiterentwickelt. Nicht-organische Diener wie die Geth agieren voraussehbarer. Das stimmt wohl. Ja, das ist alles sau interessant und deckt einiges auf, was wir noch nicht wussten. Aber wir sollten uns jetzt mal beeilen und die Zeit hier nicht mit Quatschen vertrödeln. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Ganz sicher, Shepard? Wer weiß, wie lange Vigil noch zur Verfügung steht? Die Projektion ist schon sehr schwach. Dies ist vielleicht unsere letzte Chance, an Informationen zu kommen. Die letzte Chance, etwas über die Proteaner zu erfahren. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Ja, da hast du schon recht, aber haben wir nicht schon alles erfahren? Ich drück einfach mal. Es könnte uns nützlich sein. Ich werde Ihnen gerne mit Informationen dienen. Meine Datenbank ist aber darauf limitiert, nur direkte Informationen über Abwehrmaßnahmen gegen die Reaper zu liefern. Okay, das war einfach nur noch eine Chance, dass wir nochmal uns über Sachen informieren können. Aber da wir schon alles wissen, bringt uns das jetzt auch nichts mehr. Ich habe die Datei. Dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Okay, sehr gut. Dann besteht ja vielleicht noch eine Chance. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ein Wettlauf gegen die Zeit, die Röhre, die Citadel retten. Saren hat die Röhre genutzt, um auf die Citadel zu gelangen. Sie müssen ihn davon abhalten, die Kontrolle der Citadel an die Sovereign zu übertragen. Ja, und das werden wir auch machen. Ich würde aber sagen, da wir nicht mehr so viel Zeit haben, machen wir das im nächsten Part. Dann beeilen wir uns, so schnell wie möglich auf die Citadel zu kommen und Saren endlich zu stoppen und zu verhindern, dass er die Reaper zu uns führt. Ja, deswegen war es das erstmal für Let's Play Mass Effect und im nächsten Teil geht es dann actiongeladen und spannungsgeladen vor allen Dingen weiter. Und dann sehen wir, ob wir die Galaxie retten können oder nicht. Also bis dann, ciao!